Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist der vierte Spieltag der Champions League. Wir zocken das Ganze auf der PS5, beziehungsweise die PS5 hat uns das zusammengezockt. Seid gespannt, ich bin gespannt. Los geht's. Sieht mittlerweile gut aus für den BVB in der Tabelle. Man ist momentan Erster in der Gruppe F vor Lazio Rom. Club Brügge auf dem dritten Platz heute zu Gast im Westfalenstadion. Der BVB machte das hier nicht verkehrt. Die Möglichkeit für Jadon Sancho in der siebten Spielminute, aber von Mignolet noch verhindert nach dem bravourösen 5:2 des BVB am Wochenende gegen die Hertha aus Berlin. Wollte man dann hier am Dienstagabend zu Hause wieder die Punkte klar machen. Club Brügge konnte kontern. Das ist Emanuel Dennis. Eine kleine Täuschung und der Abschluss zum Erfolg. Emanuel Dennis, 38. Minute, das zu diesem Zeitpunkt extrem überraschende 1:0 für die Gäste. Da sieht dann Roman Bürki kein Land mehr in dieser Szene. Der BVB machte eigentlich kein schlechtes Spiel, lief jetzt aber diesem Rückstand hinterher. Nichtsdestotrotz, sie hatten noch genug Zeit und auch gegen die Hertha eben bewiesen, dass sie nach einem Rückstand ohne Probleme noch zurückschlagen können. Das erste Ausrufezeichen setzte in der zweiten Halbzeit Thomas Delaney, 56. Spielminute. Da ärgert er sich noch. Zumindest blies es aber hier die Offensive noch einmal ein für den BVB. Und es kam noch mehr. Knapp über eine Stunde gespielt. Dortmund weiterhin klar dominant. Club Brügge extrem defensiv. Wir sehen das hier. Was für eine 5er, 6er, 7er Kette fast. Trotzdem, sie kriegen es nicht geklärt. Und Delaney ist diesmal erfolgreich. 65. Minute. Bleibt einfach dran in der Szene. Hat den Ball eigentlich schon verloren. Dann dieser Abwehrbock, den Delaney ausnutzen kann. Und Dortmund wollte logischerweise mehr. Haaland zu Marco Reus. Was für eine Parade von Mignolet. Knapp davor, das Spiel komplett zu drehen. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Jadon Sancho noch einmal, bringt den gut rein und Mignolet verschätzt sich. Erling Haaland bedankt sich, meditiert eine Runde, steigt hier hoch und köpft ins leere Tor ein und entschied damit diese Partie. 2:1 gewinnt der BVB, zeigt mal wieder nach einem Rückstand Moral und das sieht mittlerweile nach 4 Spieltagen in der Champions League mit 9 Punkten doch richtig gut aus. Also PSG muss sich in dieser Gruppe dann doch etwas mehr strecken als vielleicht erwartet. Başakşehir hier und Leipzig, sie wehren sich, wenn gleich Başakşehir hier geschlagen werden konnte. Das Hinspiel gegen Leipzig, das verlor man in Deutschland. Hier aber war man hellwach von Beginn an. Moïse Keane in der siebten Minute mit dem 1:0 für Paris Saint-Germain am Wochenende gegen Monaco. Das Spitzenspiel 3:2 verloren, das hatte man sich dort auch anders ausgemalt. Thomas Tuchel also durchaus unter Druck. Klar, der leistet einiges, aber hier muss man in dieser Gruppe natürlich weiterkommen. In der 25. Minute gab es dann hier erstmal die nächsten Zweifel daran, dass Tuchel das schaffen kann, aber Nkunku im Abseits. 45. Minute, PSG spielte weiter nach vorne, klein 1:0 ist kein Ruhekissen, das brachte Räume und Dani Olmo brachte den Ausgleich. Zweite Minute der Nachspielzeit, völlig frei Olmo da in der Mitte, zieht dann aus 13, 14 Metern ab und schießt zum 1:1 ein, das dementsprechend der Halbzeitstand. Damit konnte Paris nicht zufrieden sein und sie kam aus der Pause mit Wut im Bauch. RB Leipzig ist ja auswärts richtig unter die Räder gekommen hier in der Champions League gegen Manchester United. Paredes, Paredes! Auch das so einfach. Leandro Paredes, 10 Minuten gespielt im zweiten Abschnitt,
kommt da frei zum Schuss zentral. Gulaschi bleibt nur noch das Hinterherschauen hinter diesen wuchtigen Schuss. Hatte Paredes alles gesteckt, was er hatte. Schlussphase, die Möglichkeit für Leipzig zumindest einen Punkt hier mitzuholen von Sabitzer. Erstmal vergeben. 84. Spielminute, gut gespielt. Paris die etwas bessere Mannschaft, aber Leipzig wie hier eben immer mit gefährlichen Akzenten. Und Paris wollte das jetzt über die Ziellinie schaukeln. Doch Leipzig hatte noch einen. Paulsen, Olmo raus zu Angelino. Aber es sollte nicht sein. Noch einmal die Parade von Navas in der 88. hält das knappe 2:1 fest. Bringt damit Paris wieder zurück ins Spiel, zurück in diese Gruppe. Für RB Leipzig ist es ein Rückschlag, noch lange nicht das aus, aber ein Unentschieden hätte hier doch vor allem auch im direkten Vergleich doch sehr viel weitergeholfen. Also diese Gruppe B ist doch sehr kurios. Gladbach auf Platz 1, Real 2., Schachtja 3. und Inter Mailand 4. Also hier das Duell zweier Mannschaften, die auf jeden Fall die Chance haben, in die K.O.-Phase einzuziehen. Das Hinspiel gewann Gladbach beeindruckend in der Ukraine. Hier aber waren sie schläfrig zu Beginn und Schachtja Donetsk machte das, was Gladbach im Hinspiel andersrum eben veranstaltet hatte. Doch die Elf von Marco Rose, sie kam durch Embolo zur ersten richtig guten Möglichkeit. 22 Spielminuten hier von der Uhr. Am Wochenende gab es gegen Augsburg ein doch eher enttäuschendes 1:1. Da kassierte man spät in Überzahl noch den Ausgleichstreffer. Das war nicht das, was man sich gewünscht hat. Im europäischen Wettbewerb läuft es da besser als in der Bundesliga. Doch das färbte sich jetzt hier negativ auf das internationale Geschäft aus. Was man schon in der Bundesliga versäumte, das wurde hier jetzt auch eiskalt bestraft. Donetsk mit einem komplett anderen Gesicht. Aber Gladbach auch nicht chancenlos. Lazaro mit dem 1:2, vermeintlich 37. Minute, aber er steht im Abseits. Macht es scheinbar regelkonform nicht mehr unterm Scorpion Kick. Das ist wirklich haarscharf, aber es wurde nachgemessen. Und die richtige Entscheidung, 0:2 nach 45 Minuten. Etwas schmeichelhaft für Donetsk, vielleicht ein Treffer in Vorsprung. In Führung verdient, 2 doch etwas hoch, zumal Gladbach eben auch gute Möglichkeiten hatte, diese nicht nutzte oder die Treffer zurückgenommen wurden. Und Gladbach im zweiten Durchgang kam aber gut raus. 54. Hier muss Trubin eingreifen, der junge Spund, der wirklich einiges verarbeiten musste nach diesem Hinspiel, nach dieser Packung. Aber Gladbach glaubte hier noch zumindest an den Ausgleichstreffer. Doch wieder Trubin. Diesmal hatte er in den 50-50-Situationen das Glück auf seiner Seite gegen Embolo, der heute wirklich ein, zwei Dinger hätte machen müssen. Hier ist es zu unplatziert. Donetsk konterte. Und Gladbach ließ auch diese Räume zu. Riskierte zu viel. Entscheidung in der 67. Minute. Viktor Kovalenko schließt diesen Konter lehrbuchmäßig ab und setzt hier den Deckel drauf. 3:0 gewinnen die Gäste deutlich zu hoch. Sie waren einfach eiskalt und Gladbach hatte die Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen. Das, was am Anfang eng aussah, wurde dann am dritten Spieltag der Champions League doch eher eine deutliche Sache. Der FC Bayern gewann 6:2 in Salzburg. Jetzt hier in der Allianz Arena hatte man am Wochenende gegen Bremen zur Meisterschaft 2 Punkte liegen gelassen. Das ist kein Beinbruch, aber trotzdem, da hat man doch gesehen, dass diese Wochen schlauchen. Die erste Möglichkeit in diesem Duell am Mittwochabend gehörte aber den Gastgebern, klar, Kingsley Coman mit dem Versuch. Knappe halbe Stunde gespielt, der FC Salzburg. Er verschanzte sich nicht vor diesem 6:2, vor Angst erschaudernd
Berisha mit dem aus Bayern-Sicht bitteren Rückstand. Wie schon gegen Bremen geht man mit 0:1 eben in diese Rücklage, die man gerne verhindert hätte. Und Salzburg mit breiter Brust. Berisha. Gute Möglichkeit. Mwepu trifft aber nur das Außennetz. Vielleicht etwas überhastet. Manuel Neuer wäre sonst in der Ecke aber auch zur Stelle gewesen. Also eine 0:1 Halbzeitführung für die Gäste aus Salzburg. Für den FC Bayern München hieß es also wirklich ein nächstes Mal ein 0:1 umzubiegen. Sie hatten die Möglichkeiten dazu, das zu tun. Jetzt zielten sie besser nach vorne ab. Ihre Möglichkeiten von Gnabry nun auch verwandelt. 61. Minute, das 1:1 für den FC Bayern München. Erstmal ein bisschen aufatmen. Man würde ungeschlagen bleiben, aber das ist hier in der Allianz Arena für den FC Bayern München auch keine Option, hier unentschieden zu spielen. Goretzka 2:1 mitnichten, denn die Abseitsposition war doch im Ansatz schon zu erkennen. Die Fahne ging auch hoch. Ja, es ist ein kleiner Schritt, aber der entscheidende in dieser Situation. Bayern blieb aber dran. Bis zum Schluss von Salzburg kam nichts mehr. Thomas Müller treibt nochmal an. Lewandowski zu Thomas Müller. Links ist Coman, nicht im Abseits. Kingsley Coman macht es selber und bringt das 2:1. 85. Minute, der FC Bayern München dreht das Spiel, holt sich Punkte 10, 11 und 12 ab und ist damit im Prinzip durch diese Gruppe hindurchgeflogen auf Wolke 7. 2:1 gewinnen sie hier gegen Salzburg und das über 90 Minuten gesehen. Verdient. Jo, das sind die Ergebnisse im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.